Willkommen zu dem zweiten Teil, wie man Sauerteig herstellt. Dazu benötigen wir die Ansatzmasse aus dem ersten Teil und 100 Gramm Roggenmehl. Ein Rührgerät ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Als erstes schauen wir, was aus dem Teig geworden ist. Man kann deutlich die kleinen Bobbel erkennen, was ein klares Indiz für die wachsende Bakterienkulturen und Hefen in dem Ansatzgut ist. Jetzt werden die 100 Gramm Roggenmehl zu dem Teig dazugefügt und anschließend in den Teig geknetet. Für den ersten Schritt verwende ich noch das Rührgerät. Aber am Ende muss man ihn mit der Hand kneten. Zum Schluss forme ich eine Kugel aus dem Teig und lasse ihn weitere 48 Stunden ruhen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im Teil 3. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne auf Abonnieren klicken. Wenn ihr das Video als Information okay fandet, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend.